Sind Sie ein Triebkälter raus? Hallo, komm rein. Hm. Ja? Na? Herzlich willkommen in unserem Hotelzimmer. Ganz angenehm hier so mit der Dusche. Also ich kann Jan nackt von der Dusche aus sehen. Und ich Tim umgekehrt auch. Ich finde es irgendwie verstörend, dass hier so Glas ist und ich einfach sehen kann, wenn Jan auf Toilette ist. Das ist irgendwie komisch. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in Weeze an der holländischen Grenze. Und zwar, weil wir das Peruka Festival selbst im Jahr 2020 besuchen können. Es ist echt cool, dass wir die Möglichkeit dazu haben. Und da verschaffen wir euch mal einen Einblick, wie es mit vor allem mit Epilepsie, aber auch natürlich auch mit Tourette auf Festivals aussieht. Das Ganze ist natürlich ein bisschen kleiner als normalerweise. Was machst du da? Dein Code rausdrücken. Ich muss gar nicht. Hallo. Das ändere ich. Jan. Trink Seife. Nein, was ist hier los? Ich dachte, wir machen mal kurz eine entspannte Roomtour. Roomtour zu Ende. Tu die Seife weg. Jan. Ich kann dir auch eine Bodylotion einflößen. Hä, was geht hier gerade ab? Ich wollte doch nur ein Intro machen. Auf einmal kommst du mit du so... Du willst dein Intro, du kriegst dein Intro. Ja, aber nicht so... Öffne das Maul. Hallo. Wenn du meine Uhr kaputt machst, mache ich dein Ei kaputt. Was für ein Ei? Jetzt gute Frage, was für ein Ei? Du hast nämlich keine. Jetzt geh weg. Okay, ich mache das so, ich habe mich geholt. Auf jeden Fall wurden wir netterweise von Peruka Berlin eingeladen, um das Ganze mal auszuchecken, wie das mit dir läuft. Ja, das werden wir vielleicht im Vlog auch gleich noch sehen, wie Jan anfängt zu tanzen. Es sind auf jeden Fall einige andere Leute noch dabei. Ja, geil. Werde ich nicht, es wird sonst nur schlimmer. Ich werde es tun, wenn du schläfst. Du weißt, ich bin krank. Du wirst dort schlafen und ich werde wach sein, wenn du es nicht weißt. Ja, was willst du da machen? Dir die Bodylotion einflößen. Warum? Ich hab dir doch gar nichts getan. Da hast du wohl recht. Da unten steht schon ein Shuttle, was uns gleich rüberfahren wird zu dem Gelände. Was natürlich deutlich kleiner ist. Man kann mit dem Fernseher Gitarre spielen. Komm da raus. Nein, das ist den Fernseher da drin. Ja. Das heißt, ich darf es tun. Nein, das darfst du nicht. Das ist nur Samsung, das geht. Ehrlich, dass du mir den Fernseher bezahlen musst. Da steht ja deine Adresse drinnen, nicht meine. Das stimmt leider. Wir werden euch die nächsten zwei Tage einen sehr coolen Einblick in unseren Festivalbesuch gewähren. Wir haben uns gerade... Au! Warum haust das du mich? Das Intro ist zu Ende. Halt dein Schluss und tu das aus. Ja, okay. Bis später. Da vorne ist Simon Will und da ist Marius. Hallo! Wir sind sehr pünktlich. Das stimmt. Bis gleich. Penis. Das war ein böser motorischer Tick. Leute, wir wollten gerade los zum Festival gehen und Jan hat einfach den Feuerlöscher aus der Wand gerissen. Ich dachte das. Ich werde dir das gleich unten an der Rezeption auch erzählen, weil das Ding da auch liegt. Du hast die ganze Halterung abgerissen. Ja, hier zählt ihn das aber. Nein, 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 nein. Jan, geh weg. Geh weiter. Okay, auf jeden Fall gehen wir jetzt zum Festivalgelände, Leute. Wir sehen uns dann gleich da wieder. Simon Will und sind gerade auch angekommen. Jetzt hör auf damit! Alter. Ja, geh mal vor. Ich komm dir hinterher. Leute, vor uns geht's jetzt zum Festival. Einbruch! Ich kann mir das sagen. Die kämen wieder. Ja, weil es war ja klar, die meisten. Ha! Ja! Hallo! Ja, hat die Kamera übernommen. Ja, war ja von vorne reingelaufen. Alter! Was machst du? Der nimmt einfach die Kamera in den Mund. Ich darf das, ich hab einen Schatten. Das war eine Top-Aufnahme. guten Tag, alles gut? Grüß Gott! Die Tickets und die YouTuber habe ich an Bord. Eine, falls ihr mal wie wollt. Ach, vielen lieben Dank. Was erhoffen Sie sich von diesem Peruka Will? Richtig, naja. Jan, was stellst du für Erwartungen an dein erstes krasses Peruka Will in der Corona-Zeit? Also, ich habe sehr gute... Ein Luftangriff! Oha! Oh je! Alter, wie nah das ist, ne? Ja, hier vorne ist halt der Flughafen Weeze, da war ich auch schon ein paar Mal. Und wie ist das mit den Lichtern? Also bis jetzt super, bisher ist so Feuer zu sehen, sonst sehe ich noch keine Lichter.
den Feueralarm gedrückt. Jan? Oh, nein, nein. Jan hat den Feueralarm gedrückt. Das ganze Gebäude wird evakuiert, Leute. Es tut mir so leid. Arthur! Alle müssen gerade aufstehen. Da kommt die Feuerwehr! Hingehen können. Ja, in den Raum oder was? Alleine? In die Polizei kommt jetzt sofort und wird alles fest. Voll. Ja, in der Eingangshalle vielleicht kurz. Ich habe jetzt den Knopf gedrückt, dann kannst du da einmal. Das war ich, ja. Haben Sie einen Ausweis da? Ja, habe ich. Das war nicht beabsichtigt. Nee, du bringst Fotze. Also, das war für mich das allererste Festival in meinem Leben. Der gestrige Abend hat echt Spaß gemacht. Wir müssen festhalten, warum wir jetzt überhaupt schon hier sitzen genau. Und dieses Outro machen. Wir haben heute eigentlich erst Tag 2, das ist für uns aber gleichzeitig auch der letzte Tag. Und ja. Zwar hatte ich, als wir wieder zurück im Hotel waren, einen verhängnisvollen Schick. Und zwar habe ich den Feueralarm ausgelöst, dem hat auch einiges davon festgehalten. Werdet ihr wahrscheinlich gerade gesehen haben. Genau. Ja. Mit und Feuerwehr und Polizei und Rettungswagen, ja. Waren alle sehr fröhlich, dass das passiert ist. Fröhlich. Auf jeden Fall haben die Behörden Angst vor mir jetzt und die wollen nicht, dass ich das Festivalgelände erneut betrete, weil die Angst haben, dass es zu einer Massenpanik etc. kommt. Weil es ja auch eine Live-Übertragung ist, ne? Das wird ja alles live gestreamt. Ja. Und die haben halt Angst davor, dass halt irgendwo noch Feuerlöscher sein könnten oder Feuermelder und Jan die halt auslöst und dann irgendwie Leute Panik kriegen könnten. Genau, also das ist zwar, ich glaube nicht, dass das passiert, weil wir sind gestern auf dem Festivalgelände auch keine Feuerlöscher oder geschweige denn Feueralarme aufgefallen. Ja, aber gestern war es ja auch, wir waren dann den ganzen Tag unterwegs. Es ist den ganzen Tag auf dem Festival nichts passiert, das ist nur ein einziges Mal gestern hier im Hotel passiert. Und auf jeden Fall. Der Feuerlöscher halt, ne? Den habe ich nicht mal ausgelöst, den habe ich halt aus der Wand rausgerissen, als wir dann angekommen sind. Und ja, auf jeden Fall darf ich das Gelände nicht erneut betreten und daher. Wurde uns nahegelegt, jetzt nach Hause zu fahren, ne? Uns wurde es. Ja. Uns wurde es wärmstens empfohlen. Um es sozusagen, wir müssen es tun. Also ich darf das Gelände nicht betreten und dann geht's daher jetzt zurück nach Köln. Und ja, in dem Sinne. Was war's denn? Was ist dein Resümee? So generell auch von dem einen Tag? Der gestrige Abend war cool, der eine Tag war cool. Mein erstes Festival werde ich nie vergessen. Hattest du ich glaube alle anderen auch nicht. Hattest du welche Probleme mit Lichtern oder so? Weil mit Lichtern ging alles voll klar, es ist ja alles draußen gewesen. Die Ticks haben sich beim Feiern komplett in Grenzen gehalten. Also so wie gar nichts. Es hat echt mega viel Spaß gemacht. War ein cooler Abend und... In diesem Sinne, Leute, wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Das war hat das Inzestkopf auch 2 Jahre was zu reden? Ja, ja. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao. Alarm! Das passiert auch nur mir. Du Scheiße! Das ist ja wie damals an der Fresenius. Das ganze Hotel einfach. Ich glaube, die Stadt hasst mich jetzt. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna